Jesus, der hohe Priester starb für dich, damit du deinen Dienst als Priester, König und Fürbitter in dieser Welt antreten kannst. Ich heiße Miriam und diesen genialen Sieg von Jesus habe ich in meinem Leben erlebt und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Es war in der Gebetsleiterschule Bray hier bei Kingdom Impact. Da war ich dann zu Hause und war daran, eine Gebetszeit vorzubereiten. Ich hatte noch nicht viel Erfahrung darin. Und es ging darum, eine Gruppe in Israel in einem Einsatz anzuleiten. Und ich saß da und ich hatte einfach keinen Zugang. Wie mache ich das? Was muss ich jetzt tun? Wie packe ich das an? Ich war unsicher und total blockiert. Und da hinein redete der Heilige Geist mit Offenbarung 1,6. Und er sagte und befreite mich damit auch und sagte, du bist gemacht zu König und Priestern in Jesus. Er, der dich liebt, hat dich erlöst und gemacht zu König und Priestern. Das ist nicht schwer. Und als ich das so hörte, da konnte ich das sehen. Ich bin gemacht in Jesus, weil er am Kreuz gestorben ist, kann ich mit ihm in diesem Dienst sein. Und der Heilige Geist sagte weiter, schau, das ist wie bei einem Auto. Ein Auto fährt einfach, das ist nicht schwierig. Und ich bin der Motor, ich der Heilige Geist, ich bin dein Motor, trete deinen Dienst an. Und ja, das tat ich dann auch, voller Freude. Und ich merkte, der Heilige Geist ist da und ich habe Zugang. Und ich habe Zugang zum Herz Gottes, vor allem zu dem, was er eben jetzt spürt für diese Leute in Israel, für die wir beten wollten, was er bereit hat im Himmel und was wir freisetzen dürfen. Wir sind hinter dem Kreuz, wir sind mit ihm im Thronsaal und dürfen so empfangen und weitergeben als Könige und Priester und Fürbitter auch von Israel oder von diesen Ländern, von diesen Orten, wo wir beten, zu ihm reden. Und ja, das ist einfach total genial. Und so haben wir Teil an Gottes Weltregierung. Und dazu möchte ich euch einfach segnen und ermutigen. Es ist nicht schwierig, der Heilige Geist ist der Motor. Jesus hat uns dazu gemacht, mit ihm als König und Priester, als Fürbitter zu dienen. Und ja, da segne ich euch dazu mit ganz viel Freude.